Ja, das ist jetzt blöd, ne? Das war jetzt wieder unüberlegt von mir, das gebe ich zu. Wenn sich jetzt bestimmt einige denken, was macht der Typ denn jetzt da? Ist der doof? Müssen wir jetzt schnell selber ein paar herstellen, da bleibt nichts anderes übrig. Ja. Ich weiß halt jetzt nicht, ne? Ist halt blöd. Okay, ich klemm die jetzt erstmal an. So, das ist das. So, die Inscriber verbrauchen ja keine Channels. Das heißt, da haben wir keine Schwierigkeiten. Dann ist dieses ME-Interface hier online. Okay, cool. Gehen wir einfach hier hinter. Moment mal, müssen wir gar nicht. Wir machen das ganz einfach so hier. Und zwar hauen wir die hier weg und hauen die hier weg. Und machen hier einfach ganz fettes Kabel dran. Dann machen wir das dahin und das dahin. Tada! Problem gelöst. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genügend Channels. Sowohl als auch. Okay. Ja gut. Dann die Item-Conduit, die brauchen wir hier. Und zwar brauchen wir jetzt halt hier wieder unseren Input. Ja, der Input, wir wissen ja, Inscriber. Und zwar, falls ihr das noch nicht wusstet, alles was oben reinkommt, landet auf dem obersten Slot. Alles was unten reinkommt, landet auf dem untersten Slot. Alles was hier reinkommt, landet auf diesem Slot. Und hier ist der Ausgang, die Seite hier. Alles, was hier ist, wird halt eben durch diese Seite hier rausgezogen. Das heißt, wir müssen hier wieder extracten. Und zwar mit Always Active. Ja, mit Darmbinden. Gott, ey, Always Active. Ich glaube, ich spinne, ey. So, und dann brauchen wir jetzt halt unsere Filter. Müssen wir jetzt gucken, wo was drinnen ist. Das kann jetzt ein Spaß werden. Silikon brauchen wir hier nicht. Redstone auch nicht. Diamanten auch nicht. Moment mal, wie viel. Was ist denn hier drin? Hä? Was? Oh. Oh. Hä? Ja. Ja, always active. Ich weiß. Ja, ist okay. Ich weiß Bescheid. Entschuldigung. Der hier irgendwelche Faxen, ich denke mir gerade, was ist denn da los? Was macht denn der da? Bin hier wieder nicht ganz vorbereitet, ne? Das sieht man schon. Es ist lange her, dass ich Minecraft gespielt habe. Deswegen bitte nicht wundern. Und zwar war der erste Ding der Calculation-Ding. Ne, das auch nicht. Genau, hier Puerzertus-Quarz. Und dann kommt hier Inscriber Calculation Press. So, als zweites ist der Diamant gekommen, soviel ich weiß. Der Diamant war das hier, genau. Diamant. Ich meine, es ist wurscht, wie ich es mache. Ne? Engineering. Und zum Schluss. Nicht Silikon. Redstone auch nicht. Auch nicht. Goldbarren, genau. Goldbarren hier rein. Mit der Logikpresse. Und dann hier Silicon. Und hier Silicon. So, dann soll er hier Silikon reinstopfen. Und was war das andere noch? Ich guck mal ganz kurz nach, was war hier drauf? Ah ja, genau, Printed Silicon Press. Nein. Nein, was doch das erste?
Ja, genau das, was ich nehmen wollte, ey, Mensch. Da war ich mir doch nicht mehr sicher. So, Moment, die können wir ja, die können, genau, die können wir gerade mal löschen. Die brauchen wir ja jetzt nicht mehr, die können gelöscht werden. Obwohl, doch, die brauchen wir schon, die brauchen wir ja hier noch. Weil hier und hier muss ja auch noch inserted werden. So, und jetzt können wir das Ganze wieder schön machen. Und zwar zack, zack, machen wir das so. Okay, genau, wir brauchen hier noch eine Filterliste. Genau hier brauchen wir eine. Kann man die hier nicht irgendwie duplizieren oder so? Nein. Das wird nicht gehen, ne? Dann brauchen wir kurz Silikon. Sil. So, und zwar sollst du hier jetzt halt extracten. Allerdings nur Silikon. Und der hier alles. Genau, und dann wird das da reingepackt, das da reingepackt, das da reingepackt, das da reingepackt. So, dann müssen wir hier machen, Channel Brown und Always Active. So, dann hier Insert und zwar Channel Brown. So. Also das ME-Interface, also das, die Bestellung kommt rein, das ME-Interface packt dann alle Items wie gewohnt in die Kiste, wie es auch vorher war. Hier wird dann alles rausgezogen, wird dann eben in den entsprechenden Inscriber gepackt. Da wird dann eben das entsprechende Item hergestellt, dann wird es rausgezogen, kommt ins ME-Interface, damit das ME-System registriert, dass das gewünschte Item produziert wurde. Und dann haben wir hier natürlich noch, genau, brauchen wir hier nochmal zwei. Und zwar hier muss Silikon rein und hier muss Silikon rein. So. Wobei, nö, das ist eigentlich unnütz. Es bringt nichts, ne, es bringt nichts. Weil der hier, der darf ja nur Silikon, also der darf nur Silikon rausnehmen. Das heißt, hier kann auch nur Silikon reinkommen. Übrigens für die Leute, die nicht wissen, was dieses Round Robin ist, und zwar ist Ender.io so intelligent, sag ich mal, und weiß eben, wie viele Geräte angeschlossen sind. Das heißt, wenn ihr jetzt halt hier Round Robin einschaltet, dann packt er in jedes Gerät erstmal ein Item. Also er packt hier eins rein, dann packt er hier eins rein. Und erst wenn hier eins drinnen ist, packt er hier wieder eins rein. Aber das brauchen wir eigentlich nicht, das kann ausbleiben. Aber das werden wir später brauchen, auf jeden Fall. Das werden wir später aber auf jeden Fall brauchen. Denn ich habe da noch was vor. Aber zu viel, ich verrate erst mehr, wenn es soweit ist. Dann machen wir hier noch überall Acceleration Cards rein. Ja gut, da vielleicht nicht. Nervig. Warum macht er da was rein? Ey! So. Überall Acceleration Cards rein, damit die mit maximaler Geschwindigkeit produzieren. Und ja, jetzt halt bräuchte ich die. Jetzt bräuchte ich die ganzen Gerätschaften. Da brauchen wir jetzt halt ein paar Logik-Dinger. Können wir dem hier gleich mal sagen, was er herstellen kann. Und zwar muss er die Dinger hier herstellen. Das sind ja die Blanken. Die werden da hergestellt. Und das Printed-Silikon, das wird auch hier hergestellt. Und die anderen drei woanders, aber da müssen wir eh nochmal die Rezepte umändern.
Deswegen lasse ich die mal noch im Inventar. Okay, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das, dann kriegen wir schon mal wenigstens die Rohlinge. Kriegen wir ja mal wenigstens die Rohlinge, okay. Ich überlege gerade. Ja, wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Hier gehört auf jeden Fall noch das und das rein und die machen das Dings dann. Okay. Puh, jetzt muss ich überlegen. Es ist blöd, ich hätte zuerst mal die Exportbasse, Importbasse und alles herstellen sollen. Die Frage ist sowieso, wie viel ich brauche. Also ich brauche auf jeden Fall 3 ME-Interface, das ist klar. Wartet mal ganz kurz. ME-Interface, ja, die sind alle voll, ne? Das ist blöd. Würde ich sagen, ich klaue mir schnell die ganzen Sachen zusammen. So was, ich glaube, das mache ich auch. Ne, mache ich doch nicht. Ne, ja, es ist gerade blöd. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut. Pro. Pri. Ah, printed. Printed, okay. Ich mache mal von jedem 10 Stück. Ist das auch noch aus? Ah ja, okay, ja gut, es ist aus. Okay. Es bringt ja hier, bringt ja dann hier drüben sowieso nichts. Weil die laufen ja noch nicht. Ui, da wird's hergestellt. Flup. Schön animiert, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir echt gut. Das ist gut gemacht worden. Ich Kabel. Cable. Cable, Cable, Cable. Schließe ich jetzt gerade mal hier so professorisch an. Ja, hiervon hätte ich noch mal 20 mehr gebraucht. Redstone brauchen wir noch. So, müssen wir jetzt ganz kurz per Hand machen. Machen wir mal einfach so hier, zack, fertig. Geht ja schnell. So, mal schnell eben 10 Dinger gebastelt. Okay, 10 Logic-Prozessor. Daraus müssten wir uns ja dann die Formation-Dinger und das alles bauen können. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Dust. Annihilation. Okay, gut, passt. Dann brauchen wir, wie gesagt,
Achso, ja, erstmal die Dinger hier bauen wäre nicht schlecht. Ich bin doch so dämlich, wie ich doof bin. Ja, meine Fresse. Och, Mann. Na egal, dann können wir wenigstens Import und Export Basse machen, wie wir Lust und Launig sind. Moment, ich muss... Oh, alter Schwede. Sorry, dass ich jetzt kurz stumm war, aber ich musste husten. Oh mein Gott, ey, ich glaube, ich habe mir gerade fast die Lunge aus dem Leib gehustet. So, jetzt geht's aber wieder. Alter Schwede, war gerade richtig der Hustenanfall. Kommt vom Rauchen. Dabei rauche ich gar nicht. Aber immerhin kommt's vom Rauchen. So, dann produzier mal hier, mein Freund. Dann produzier mir hier mal hier. Zack, zerrapp, zapp, zapp. So, das ging ja schnell. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Dinger schneller geworden sind. Kann das sein? Kann das sein? Das weiß ich wohl nicht. Jetzt brauchen wir Formation Core. Ich guck lieber mal nach. Core. Ich habe jetzt 20 Annihilation und will Formation Core. Moment mal, der hat doch alles. Soll er einfach 20 Stück herstellen und fertig. So. Sauber. Jetzt brauchen wir zwei ME-Interface. ME-Interface brauchen wir 3 Stück. So. Die müssen wir dann umwandeln in die kleinen ME-Interface. Und die müssen jetzt halt oben drauf gemacht werden. So. Einfach aus dem Grund, weil nämlich hier oben jetzt halt die Pattern reinkommen. Und ich könnte hier unten wirklich noch so ein Pattern-Terminal gebrauchen. Aber dafür habe ich ja das Ding hier. Wow. Okay, jetzt schauen wir mal hier rein. Und zwar haben wir jetzt das Rezept aus einem Redstone und einem Printed Silicon. Wird ein Engineering-Prozessor. Und jetzt löschen wir ganz einfach die beiden Dinger hier weg und sagen, aus einem Printed Engineering Circuit wird ein Prozessor. Also aus einem Rohling wird ein Prozessor. Ich sag's jetzt einfach mal so. Denn oben rein soll er den Rohling legen, unten rein das Silikon. Ah, das, ich zeig das euch gleich, wie ich mir das vorstelle. So, zack, das hier muss weg. Und dann passt das. Okay. Nice, 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 nice. So, okay, oben, also wir haben ja gesehen, entweder kommt der Rohling kommt entweder oben oder unten hin. Das heißt, wir könnten das jetzt halt oben oder unten machen. An der Seite kommt das Redstone rein, das ist wichtig. Also, dass es an der Seite reinkommt, ansonsten funktioniert die ganze Sache ja nicht. Und deswegen sagen wir jetzt halt einfach, das da kommt da rein, das kommt da rein und das kommt da rein. So, jetzt legt da oben den Rohling hin, in die Mitte kommt das Redstone mit einem Export-Bus und hier unten kommt das Printed Silicon rein. Ja, doch, stimmt so, doch, ist richtig. Ist richtig, ich wollte gerade sagen, ich habe einen Fehler gemacht, habe nochmal kurz nachgedacht, aber nee, ist richtig. Ist alles richtig. So, das Kabel nehmen wir wieder mit. So, okay. Dann gehen wir mal wieder rüber ans Crafting Terminal und holen uns mal Bass. Okay,
Hey, wir brauchen 3 Exportbusse, 6 Exportbusse für die Items. Und 3, 4, 5 Importbusse. Dann hier und hier fürs Redstone. Hier fürs Redstone. Komm her. Quatsch. Hier muss rausgezogen werden. Hier ein Importbus. Hier ein Importbus und hier ein Importbus. So, und ein Export. Wir exportieren in das Gerät rein. Oben die ME-Interface. Hier muss raus exportiert werden. Und hier noch rein. So. Und dann geht das auch genau auf. Und zwar haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Channel. Unten haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir auch 7. Also wir haben oben 7 und unten 7. Und ja. Deswegen ist da jetzt alles so ein bisschen ausgelagert. Ausgelastet, ausgelagert. Ja, ist alles so ein bisschen ausgelagert, weißt du Bescheid, ne? So, zack. Nein. Ich will dann wieder nach oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, das müsste eigentlich alles passen.